Ich bin Hartmut Schafrin von der Jugendtheaterwerkstatt Spandau und ich war ein Teil in der Arbeitsgruppe Geld. Wir haben darüber geredet, was braucht man für ein E-Camp und wo kriegen wir das her? Brauchen wir viel Geld? Müssen wir das irgendwo beantragen? Aber was genau brauchen wir? Das Ergebnis war, dass Geld nicht das Problem ist. Das Hauptproblem war das Fachwissen. Wir haben eine lange Liste gefunden von Leuten, die uns unterstützen können, wenn wir ein besseres WLAN brauchen oder einen neuen Rechner. Wir haben die Medienkompetenzzentren. Wir können zum Pfefferwerk gehen und uns unterstützen lassen. Es gibt die Freifunker, die uns beraten können. Es gibt eine Servicestelle Jugendbeteiligung. Es gibt ein SV-Bildungswerk. Es gibt also viele Stellen, wo man Fachwissen herkriegen kann. Es gibt auch Menschen, die wir kennen. Man kann bei den eigenen Leuten rumfragen, wer hat welche Technik, wer kann uns helfen. Aber bei alledem fehlt doch immer der Kopf, der alles weiß. Das ist unser Hauptproblem. Also wir sind zu alt für diese Technik. Und oft haben wir irgendeinen Rechner, der hat ein Problem und wir können es nicht bewältigen. Und das war das Hauptproblem. Wir haben auch keine Angst, wenn wir wüssten, was wir jetzt alles genau brauchen, wo wir das beantragen können. Da gibt es zum Beispiel PS Sparen und Gewinnen bei der Senatsverwaltung, die uns auch mit Rechnern ausstatten könnte. Also das war nicht unsere Sorge.